Willkommen auf der Burg Tittmoning. Ich bin die Fürstin zu Ponlach. Heute erleben Sie, dass Scherben Glück bringen, aber manchmal auch Unglück. Suni Melles, vielfach preisgekrönte Burgschauspielerin, ist zudem tatsächlich eine echte Prinzessin von Sein-Wittgenstein-Sein. Also perfekt für die Rolle der Herrscherin über einen von festen Mauern umgebenen Zwergstaat mit eigenen Gesetzen, eigener Rechtsprechung und strengen Kontrollen beim Grenzübertritt. Der Torwächter begleitet Besucher wie diesen Paketboten über die Grenze. Ich muss mir noch notieren, dass ich Ihren Personalausweis habe. Wenn Sie mir bitte Ihren Führerschein geben, weil ich müsste jetzt das Visum mal ausstellen. Okay. Also wir gehen jetzt nach oben. Aha. Sie kommen einfach bitte mit. Wir gehen zur Fürstin selber. Ja. Also die legt schon großen Wert auf Etikette. Das müssen Sie wissen. Das ist eben eine Fürstin. Ja. Ja. Naja, sagen wir von der alten Schule. Aber ich bin mir sicher, dass Sie das hinbekommen. Immer also schön vorsichtig beim Umgang mit der Fürstin. Kleinen Moment, ich kündige uns an. Durchlaucht. Durchlaucht, Ihr Paket ist da. Sie möge es auf den Tisch legen, bitte. Bitte, wenn Sie es. Und ganz vorsichtig beim Umgang mit Ihrem Mobiliar. Bitte hier hinstellen. So, Herr Feichtenschlager, kommen Sie doch gerade noch mal her. Ich werde jetzt Ihren Führerschein noch schnell kopieren und dann. Weil wir immer schön nachhelfen, passiert genau das auch den anderen Boten. Herr Melham Aid, kommen Sie noch mal schnell her. Ja. Ihr Ausweis, ja doch, das passt alles. Oh. Was hat sie gemacht? Oh mein Gott. Herr Vranitsch, wie war es? Es tut mir leid, oh mein Gott. Hofmann Schallmeier, es ist wahrscheinlich, es passiert, kann sie bitte sofort kommen. Sofort. Danke. Hofmarschall Meier, bitte. Durchlauf. Was ist, sehen Sie? Bitte schildern Sie, was jetzt passiert ist. Aber haargenau. Ich bin jetzt da reingekommen mit dem Portier. Dann hat er gesagt, ich soll das da raufstellen und dann ist umgefallen. Was? Das heißt, hinstellen, aber nicht hinknallen. Ich hab's nicht hinknallt. Doch, Sie haben es hingeknallt. Na, wirklich nicht. Wo ist das Buch? Sie muss bestraft werden. Ich bin versichert, auf alle Fälle. Nein, hat nichts mit Versicherung zu tun. Das ist nicht wieder gut zu machen. Hier in der Burg gibt es eigene Gesetze. Okay. Ist er geständig? Ich weiß es nicht. Erzählen Sie, wie es passiert ist. Ich habe das Paket genommen und wie die junge Dame sagt, ich habe das Paket... Fürstin, Entschuldigung. Die Fürstin das Paket auf den Tisch draufgestellt. Ja, es hat wirklich duscht. Jetzt ich habe es aber ganz vorsichtig hingestellt. Jetzt reden Sie nicht mehr. Hören Sie zu. Wir ordnen das auf fahrlässige Sachbeschädigung ein. Alle haben sie das Gefühl, zumindest ein bisschen schuld zu sein. Und keiner hat Zweifel daran, dass hier besondere, ganz eigene Burggesetze gelten. So, jetzt. Will vorlesen. Sachbeschädigung. Strecken. Können wir nicht mehr machen. Rädern. Nee, das geht nicht. Das geht nicht mehr heute. Der Turm mit Brot und Wasser. Das wäre doch eine gute Sache für Sie. Fasten. Wie viele Tage? Wie viele Tage? Sagen Sie es doch mal. Wie viele Tage? Keine Ahnung. Ich schlage vor, 14 Tage. 14 Tage, was halten Sie davon? So hart wird natürlich weder er noch sie bestraft. Es tut mir leid. Okay, was haben Sie vor, es wieder gut zu machen? Ja, was soll ich machen? Was können Sie denn? Was halten Sie von Silberputzen? Das klingt nach einer akzeptablen Lösung. Auch für ihn. Marianne, bringen Sie bitte das Silberbesteck mit dem Putzlappen. Setzen Sie sich bitte, Josef. Wenn Sie es so glanzvoll hinbekommen, dürfen Sie es ablegen. Ja? Bitte schön. Müssen Sie es aber zweimal wöchentlich bei uns machen, sonst ist das keine Wiedergutmachung. Das ist keine gute Strafe. Nein? Nein. Was könnten wir noch machen? Können Sie schnitzen? Eine gute Idee. Schnitzen, Holz, schnitzen. 3 Holzschnitte.
Sie nehmen die drei Scheite und machen drei Könige. Puh, dann werde ich aber lang sitzen. Ja, Sie müssen auch lange sitzen, das ist die Wiedergutmachung. Ja, aber ich weiß nicht, was ich einer schnitzen soll, denn ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die drei Könige ausschauen. Dann überraschen Sie mich doch. Schnitzen oder Kerker? Sie haben bis Samstag Zeit. Da bin ich nicht hier. Sie sind nicht da. Wenn Sie jetzt schnitzen, wissen Sie, ich erinnere mich, wir haben immer gesungen. Kennen Sie ein Lied? Alle Vöglein sind schon da. Ja, bitte. Also, Sie machen mit. Ja? Also, und? Okay. Alle Vöglein sind schon da. Alle Vöglein, alle. Im Vergleich zu ihr bekommt er eine schwere Strafverschärfung. Kennen Sie das Leben vom alten Holzmichel? Ach so, vom Michel? Ja. Der Schnitzer, ja sicher. Ja, singen. Moment. Jetzt müssen Sie mitsingen. Und? Holzmichel noch. Benjamin. Ah, ich kenne den Text nicht. Lebt denn der alte Holzmichel noch? Super! Ach, Sie haben mir eine Freude gemacht, trotz Schaden. Holzmichel noch. Lebt denn der alte Holzmichel noch? Sie bringen der Welt so Freude. Aber Sie müssen es eigentlich bis am Samstag, bis zum Samstag schaffen Sie das? Wenn ich mitnehmen darf. Um 20.15 Uhr? Mhm. Mit Verstehen Sie Spaß? Herzlich willkommen in der Sendung Verstehen Sie Spaß? Bravo! Ich bin echt verarscht. Ja! Ich hab's gewusst. Verstehen Sie Spaß? Oh mein Gott. Jetzt habt ihr es schon mal so weit geschafft. Jetzt, finde ich, könnt ihr auch noch weiterhin dranbleiben. Guckt euch am besten diesen lustigen Film in der ARD-Mediathek an oder ihr schaut euch dieses Video an. Aber am allersichersten ist, ihr abonniert uns den ganzen Kanal. Hier. Danke.